Das 9.12 Magazin. Alles rund um den Uhr-12er. Heute Ausgabe 5. Liebe 9.12 Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe des 9.12 Magazins. Alles rund um den Uhr-12er. Auch wenn uns Corona seit über einem Jahr fest im Griff hat, aus der 9.12-Szene gibt es immer wieder Interessantes zu berichten. Group-Member Ulrich stellt uns heute seine neue Errungenschaft, ein blaues 67er Coupé, vor. Der Sauerländer Dietmar erklärt, wie man am besten ein Tagerdach sicher verstaut. Außerdem befragt Michael, der technische Direktor der 9.12 Group, den Classic-Data-Chef nach seiner Meinung über den Uhr-12er. Und von mir gibt's am Schluss noch einen 9.12-Tipp in ganz eigener Sache. Ja, hallo, guten Tag. Ulrich Gahr ist mein Name. Ich habe jetzt heute mal die Gelegenheit, meinen neuen blauen 12er vorzustellen. Das ist ein Baujahr 1967, einer der letzten, die in diesem Jahrgang gebaut wurden. Ich habe den gekauft in München im Mai aus erster Hand in Deutschland. Der Vorbesitzer, der Tom Kaiser, hatte das Auto gekauft aus den USA, importiert 2012. Hatte dafür schon relativ viel Geld ausgegeben, weil das war damals schon einer der besseren Autos, die aus den USA kamen. In sehr vielen Details noch original und gut. Aber das war ihm, dem deutschen Vorbesitzer, nicht gut genug. Und er wollte das noch besser machen und hat ihn deshalb in Deutschland noch mal einmal komplett überholt, inklusive Motor, Technik, die ganzen Lack-, Karosseriearbeiten. Und jetzt ist es so ein Auto, wo ich sagen würde, der gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn hier für ein Blau? Das sieht ja ganz interessant aus. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das ist das dunkle Blau, das dem Auto, finde ich, sehr gut steht, speziell mit den netten Chromfelgen. Das heißt Agarblau. Ja. Die 6608 meines Wissens. Weißt du sogar auch. Ja. Okay. Ja. Ja, also die Sitze von der Form her sind es die Seriensitze. Und es gab es damals auch schon als Sonderausstattung mit diesem Pepita-Bezug zu ordern. Standardmäßig waren es Kunstleder mit einem schwarzen Flechtmittelteil, aber die Form der Sitze ist original so, also das ist Standard, und nur der Stoff ist praktisch die Sonderausführung, ja, bei diesen Sitzen. Das hat allerdings der Vorbesitzer nach eigenem Wunsch so gemacht. Standardmäßig waren auch in diesem Auto die schwarzen Sitze drin. Ich kann mich aber erinnern, du hattest ja auch die Schlummerrollen auch in dem Pepita-Stoff. Das weiß ich ja genau, das ist nicht original gewesen. Genau. Da hatte ich das Glück, dass ich vor diesem Blauen noch einen roten 12er hatte. Und den hatte ich auch schon mit diesen schwarzen Schlummerrollen, weil dieses Pepita, der Pepita-Stoff auf den Schlummerrollen, den gab es so nicht. Genau. Und dann habe ich einfach die Schlummerrollen getauscht, beziehungsweise der rote hat jetzt keine Schlummerrollen mehr, die liegen jetzt bei mir im Fundus, und ich habe einfach diese schwarzen Schlummerrollen dahin gebaut. Ist immer richtig, ja. Da kann ich dir nur sagen, viel Erfolg und immer gute Fahrt, ja, mit deinem tollen 912 in Agarblau. Ja, herzlichen Dank. Ja, hier haben wir ein 69er Targa-Modell, und da zeigt uns der liebe Dietmar mal, wie das Targa-Dach am elegantesten abmontiert wird, vor allen Dingen schonend abmontiert wird, damit hinterher auch keine Macken dran sind. Okay, also das Ganze startet ja damit. Ich mache das jedenfalls immer so, dass ich vorne den Kofferraum aufmache, damit ich nämlich das Dach direkt da reinlegen kann. Also das muss man jetzt irgendwo abstellen. Deswegen ist am besten immer, man macht den Kofferraum vorher auf. Ja, ich kann dir jetzt leider auch nicht helfen, weil ich ja jetzt die schwere Kamera tragen muss. Musst du ja auch nicht, musst du ja auch nicht. Wenn du mal ein bisschen mit dir reinkommst, okay, sind hier zwei Hebel, das sind die Entriegelungshebel im Prinzip, um das Dach erstmal zu lösen. Ne? Ja. Die macht man so auf und macht die ganz leicht nach da. Okay. Und dann klappe ich die wieder so zurück, damit das Dach einfach aufliegt und nicht wieder einrastet. Das heißt, das ist Riegel, so meine Methode. Ne? Ja, und die Riegel lässt du drin? Die lasse ich einfach immer drin. Okay. Ja. Mhm. So, und dann das Ganze eigentlich auch schon relativ einfach. Man hebt es hier an und hebt es dann hier raus und hat es schon in der Hand.
So, jetzt gibt es dafür natürlich, es gäbe theoretisch auch eine entsprechende Hülle dafür, ne, die man auf der Erde ausbreiten kann. Ja. Die habe ich aber nicht, braucht man auch nicht. Ja, die kostet wahrscheinlich auch wieder eine Unsumme an Kohle. Kann sein, habe ich noch nie nachgefragt, aber ich mache es immer so, ich nehme mir das Ding gleich mit, vorne in den Kofferraum, damit ich das nicht auf die Erde setzen muss. Das passt aber nicht rein. Doch, pass auf. Und setze mir das hier auf den Teppich direkt. Ne? Okay. So, und jetzt wird das zusammengeklappt, einfach einmal da. Einmal da. Ah. Und schon ist es zerlegt. Ne? So. Das war's. Das war's schon, genau. Und so, Klappe zu, Affe tot. Geht's dann weiter. Mal eine Frage. Kursieren ja Wahnsinnssummen für so ein Tagerdach im Internet. Bis 20.000 Euro habe ich schon gelesen, direkt bei Porsche. Ja, ich glaube, das, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber man sagt es so, dass es so wäre. Ne? Ja. Ich selber habe noch nicht nachgeguckt, ich passe aber trotzdem darauf auf, dass es nicht kaputt geht. Ich meine, man kann es ja auch wieder reparieren, ne? So ist er nun wieder nicht. Ne? Also es gibt also auch alles mögliche an Teilen noch dafür wohl. Und man muss halt eben nur gucken, es gibt verschiedene Ausführungen da, verschiedene Dichtungen und das muss dann halt eben irgendwie auch passen. Ne? Prima. Classic Data. Ja, herzlich willkommen hier am Classic Data Stand im Lenkwerk. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich jetzt in den nächsten Minuten, vielleicht auch Stunden, auf sehr spannende Geschichten und Gespräche rund um das Thema Auto. Das Auto ist natürlich ewige Zeit noch völlig fehlinterpretiert worden. Ja, das ist ja das, was ich jetzt... Da hat aber die Szene auch mit zu beigetragen, weil sie natürlich die ganzen Motoren rausgebaut haben und die Sechszylinder reingehen. Da hat die Szene, weil sie ja alle 911er fahren wollten. Und jetzt auf einmal kommt man auf den Gedanken, Original ist ja geil. Ja. Ja, das war vor 10 Jahren auch schon so. Nur das haben nur so wenig und die heute wissen es so viel. Ja, haben wir ja auch. Und jetzt wird wieder umgerüstet. Jetzt werden die Sechszylinder wieder raus und wird wieder geguckt, habe ich einen Motor aus der Zeit, kriege ich irgendwas? Und dann wird es ja schwierig. Kriege ich denn irgendwas? Aber irgendwas brauche ich ja nicht. Teuer ist richtig. Freunde, zum Schluss mein 912 Tipp. Bitte kauft mein Buch. Diesmal muss ich Werbung machen in eigener Sache. Ich habe den 912 Kaufberater geschrieben und ab März 2021 kommt die englische Ausgabe. Das heißt dann Buying Guide. Und an dieser Stelle möchte ich auf keinen Fall versäumen, die englischen Übersetzer Claudia und Andrew Schuskow zu erwähnen. Tausend Dank, ihr beiden, nach Neuseeland. Der Porsche 912 Kaufberater. Das Kultbuch zum 912. Must-have für jeden Porsche 912-Fan. Gutes Auto, schlechtes Auto? Ein Schnellratgeber für alle Kaufinteressenten, 912 Restaurierer, Oldtimer-Händler, Motorjournalisten, Kfz-Sachverständige und Klassikgutachter. Lieferbar als Softcover, Hardcover und Hardcover mit Schutzumschlag. Mit 230 Seiten voll mit Informationen über den Porsche 912. Mit über 500 Farbfotos und Tabellen zu den verschiedenen Modelljahren von 1965 bis 1969. Und jetzt auch in Englisch lieferbar. Bestellungen unter www.horst-e-golf.de.